Leute, wie geht's euch? Ich bin freudig heute, denn ich habe heute ein T-Shirt bekommen von Seth. Seth hat heute seinen Kleiderschrank aussortiert, beziehungsweise die Hälfte ungefähr seines Kleiderschranks, ne? Seth liegt hier auf der Couch vor mir, ohne... Nicht nackt, aber ohne Hosen. Ich bin doch Fahrer. Ich habe letztens was bestellt bei Zalando und hier ist mein Paket. Da das Licht so schlecht ist, wenn es so dunkel ist und so spät wie jetzt, zeige ich euch, glaube ich, dann meine Favoriten einfach morgen. Es tut mir leid, aber für euch ist es eh gleich. Okay, ich mache jetzt mein Paket auf. Ich bin aufgeregt. Das wollte ich euch eigentlich nur sagen. Das ist ja mal knallorange. Oh, die ist groß. Kannst du dich an den Straßenrand stellen, halten dir Züge an? Ding, ding, ding. Das hier ist ein Hemd. Für mich? Sieht aus wie mein Nein, für mich. Ich bin auch jetzt eine Businesswoman. Und da trägt man Flanellhemd? Da trägt man Flanellhemd, wenn man ernst genommen werden will. Und wenn man noch ernster genommen werden will, trägt man Chanelhemden. Und dann haben wir hier noch einen Pullover und der Rest ist nur Schuhe. Alle mehr oder weniger gleichen Art. So Loafers hast du bestellt auch, ne? Ja, nur Loafers. Was ist das? Ein Pullover. Lauschpullover. Siehst du irgendwie ein Thema? Alles ist übelst oversized. Ist das lila? What the fuck? Alter, nee, es ist nicht lila, das ist so mein... Oh Gott, Batman. Ich wusste nicht, dass das so eine Ärmel hat. Holy shit. Das ist eigentlich eine Stranddecke. Ja. Nee, wo ist denn Lena? Na, in ihrem Pullover. Ja, was ist das? Das ist ein Kleid. Und das ist irgendwie heller, als ich dachte. So ist das. Das hat hier oben eine Schleife an der Brust. Hätten sie aber ruhig mal bügeln können. Schuhe. Die ersten Schuhe. Oh mein Gott. Wo sind sie, Leute? Das Leben nimmt schlagartig eine ganz andere Wendung an. Andächtig. Hört ihr die Spannung? Andächtig lauschen. Also, morgen vielleicht angezogen? Die ganzen Sachen. Also, ich bin ja immer an einem Set. Vielleicht auch morgen mal angezogen? Nein. Wir gehen morgen in die Stadt sowieso shoppen. Oh, es wird mal wieder so ein Shopping-Vlog. Seth braucht unbedingt einen Anzug. Wir gehen nämlich so in 3 Wochen auf eine Hochzeit. Dann verabschiede ich mich heute von euch und wir sehen uns morgen wieder. Ciao. Hallo Leute, ich weiß, meine Haare sind heute fettig wie Sau. Aber da können wir jetzt auch nichts dran ändern. Es ist jetzt Freitag und Seth und ich sind gerade shoppen bei Kaufhof. Galerie, Karstadt? Sorry, da wechsle ich immer die zwei. Und wir probieren jetzt Anzüge an, beziehungsweise Seth probiert Anzüge an. Ich war gerade schon beim Mango und ich habe euch leider nicht gezeigt, was ich da anprobiert habe. Denn Seth hatte die Kamera zu Hause. Oh, das sieht aber ordentlich aus. Es könnte noch eine ganz kleine Nummer größer. Ja, eben. Also sieht doch, ist doch aber schmal und klein und alles. Ja, ne? Seth ist nämlich schmal und klein. Das ist ja schon mal gar nicht mal so schlecht. Nö, nee, das sieht eigentlich ganz cool aus. Schnieke. Ich finde dich anständig so. Du würdest das Haus, was ich dir andrehen würde? Ja, auf jeden Fall würde ich das Haus kaufen. Ja, ich finde den schön. Nö, ich finde ihn schön. Nicht schwarz. Schwarz ist so irre. Schwarz ist so Beerdigung. Ja, finde ich auch. Guckt mal, heute ist Passagenfest, beziehungsweise das Wochenende. Und diese Passage hier haben sie erstens mal mit rotem Teppich ausgelegt und zweitens so lila beleuchtet. Oh, fancy, fancy. Und hier geht's gleich Sekt und Wasser. Wir waren gerade bei Kaufhof, aber wir haben überhaupt nichts gefunden dort. Und jetzt gehen wir noch mal zu Piepenkloppenburg. Da hinten ist übrigens Auerbachs Keller, falls ihr euch das mal gefragt habt. Ja, wir sind hier in Leipzig. Und ja, Goethe war auch hier. So, ich bin jetzt zu Hause. Ich bin vorgefahren. Seth hat nämlich gerade kein Fahrrad, er hat einen Platten. Ich probiere gerade noch mal die Sachen von gestern an. Ich habe gestern Abend alle Sachen anprobiert und 2 Sachen gefallen mir eigentlich nur. Und das ist ein Pullover und ein paar Schuhe. Diese Teile, ich weiß, es sieht komisch aus. Sieht absolut komisch aus. Und irgendwie auch so, irgendwie auch ein bisschen altbacken. So viele von den englischen YouTubern, die ich gucke, haben solche Schuhe. Natürlich die Gucci-Originalschuhe. Nicht so ein Abklatsch von Aldo. Aber die fühlen sich so gut an. Und die haben halt genau diese Optik. Oh, heute ist übrigens der 1. September. Erstens mal liebe ich den 1. Und zweitens habe ich auch heute gedacht, heute Morgen, oh mein Gott, Hogwarts. Heute wär's. Heute würde der Hogwarts Express gehen. Und tatsächlich ist heute der Tag, der quasi im 7. Harry Potter Teil als 19 Jahre später angesagt wird. Das heißt also, heute hat Harry seinen Sohn Albus Severus Potter, total komisch, aber hey, so heißt der Junge, heute hat er ihn zum Hogwarts Express gebracht. Cool, oder? Wisst ihr, wessen Stil ich im Moment super nice und geil und kopierenswert finde?
Susi von Hello Oktober. Ich liebe diese Frau, würde ich gerade mal sagen. Gestern Abend hat sie noch einen Livestream auf Insta Stories gemacht. Das habe ich so gefeiert, Leute. Ich liebe ihren Kanal. Das ist der Pullover, der ist super weit. Der hat halt richtig, richtig große Bedwings. Aber ich mag den Style total. Ich finde die Farbe auf jeden Fall super schön. Sef ist gerade nach Hause gekommen und hat mir meine Hose mitgebracht. Also die, auf die ich gerade eben noch gewartet habe. Und die habe ich jetzt mal mit so einem kleinen weißen T-Shirt kombiniert. Und die ist halt so kurz geschnitten und high-waisted. Sie soll einen tollen Po machen, aber ich weiß noch nicht, ob sie das macht oder nicht. Oder ob mein Po von Natur aus einfach toll ist. Wir werden das herausfinden, Freunde. Wir werden das herausfinden. Und ob wir jemals aussehen wie englische Vlogger oder ob wir das nie schaffen werden. Übrigens, ich höre gerade nochmal Twilight. Ha, ja, ich habe es einmal durch. Fange jetzt nochmal von vorne an, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe einige Sachen nicht ganz mitgeschnitten. Und deshalb muss ich mir das jetzt nochmal anhören. Ich meine, ich muss natürlich nicht. Ich möchte. Macht doch irgendwie ein bisschen süchtig, muss ich sagen. So, wir essen jetzt Abendbrot und das hier ist mein Abendbrot. Das ist Salat. Kopfsalat, Tomaten, Möhren. Und Makrele, genau. Und ein kleiner Rest Kürbis von heute Mittag. Und was hat Sef? Und Sef hat wieder mal Räuchertofu, Tomaten, Kräuterquark, vegetarische Wurst mit Senf, Oliven und so ein Ofenbrot mit Oliven und Tomaten. Und mehr Senf. Und mehr Senf. Und ein Knie. Und dazu gucken wir Mary Berry. Und eine Packung Butter. Was wir noch nicht hatten. Hallo Leute, es ist Samstag und ich bin mal wieder auf dem Markt unterwegs. Also jedenfalls gleich. Und holen uns mal wieder ganz viel Obst und Gemüse. Also zumindest, wenn der Markt ist. Manchmal ist er nämlich nicht. Aber ich hoffe, dass er ist heute. Ja, Sammy. Letztes Mal hatte ich Kürbis. Und das fand ich übelst toll mal wieder. Ich sage euch, nach ein paar Wochen ist mir Kürbis so über, da möchte ich den nicht mehr sehen. Und denke so, oh mein Gott, ich esse nie wieder Kürbis. Aber so immer im Herbst denkst du, oh geil, Kürbis, yeah, genau. Genau das, was ich jetzt will. Da kommt er schon. Hey Leute, ich bin wieder zu Hause und habe Abendbrot gegessen. Und jetzt gucke ich mir mit Seth das Video an, was wir heute aufgenommen haben. Das Freundin spielt FNAF-Video. Das haben wir schon zur Hälfte durchgeguckt. Das heißt, FNAF haben wir eigentlich schon durchgeguckt. Das kommt sehr gut bei euch an. Das ja, freuen wir uns natürlich drüber. Jetzt gucken wir noch das zweite Spiel, The Joy of Creation. Ich dachte, ich gucke das mal mit euch zusammen. Okay, Freddy, komm gleich. Pass auf. Das ist ein bisschen kompliziert. Ja. Okay, da ist noch niemand da. Das war das erste Geräusch. Hast du das Kratzen gehört? Nein, noch gar nicht gehört. Ja, genau. Ach, das ist das Kratzen. Okay, wenn ich ein Geräusch höre, dann lausche ich meistens, ob ich einfach noch mehr von dem Geräusch höre. Ob das jetzt real war. Ja, ob ich das jetzt wirklich gehört habe oder ob das jetzt... Wir haben es versaut. Ich glaube, wir haben es versaut. Da dachte ich echt, wir sterben. Oh, siehst du? Ich habe da nichts gesehen, da ist irgend so ein Gerippe. Ja, das ist eine Hand. Das steht direkt davor. Wir hätten mal vorher hingucken sollen. Dann siehst du den hinten im Flur stehen. Jetzt sofort hin. Weil ich sehe da nur irgendwie so ein Metallgerippe. So ja, das war der Aber ich Arm. Kann das noch nicht mal richtig zuordnen, was das sein soll. Ja, ich hab das schon. Ganz beeindruckt. Ja, ich war beeindruckt. Okay, das war nicht gut. Ich glaube, Foxy ist bestimmt auch gleich ran. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir sterben. Glaub mir. Mach nicht. Ich hab das nämlich gerade so geschafft. Oh doch, ich weiß es wieder. Jetzt gleich? Mhm. Okay, ich bin tot. Oh, okay. Was ist das? Chica, das Hühnchen. Das ist immer mal im Raum, wenn also wir Molly. Sitzen. Dann kommt ein Geräusch und dann betäubt das Vieh. Nee, es tötet uns in dem Fall. Och. Also, ach, so ist das. Der Erklärbär von der Bank aber nicht. Weil es ein Arsch ist. Spät. Scheiße. Toll, Sam. Du musst deine Maus bewegen. Ach so, sag das doch. Lena, 11. Ja. Zum ersten Mal Computer. Ja, Leute, ich habe wirklich in meinem Leben nicht so viel gespielt. Und jetzt Foxy aufhalten. Pause. Und dann? Dir fällt alles aus dem Gesicht. Lena, 11 steckt in der Couch fest. Da musste ich mal kurz die Maus übernehmen. Das haben wir super gelöst. Jeder Elf ist stolz auf sich. Beim nächsten
mal gern, wie hast du halt die Tastatur? Ja, das meinte ich mit denen, da ist keine Spielerin, deswegen ist das noch ein bisschen kompliziert. Ich kann das nicht, ich habe keine Spielerin. Aber wir haben ja Gelegenheit, das noch zu üben. Das war doch ganz nett, oder? Ja. Ah, das hast du gut geschnitten. Aber wir haben das gut gelöst, alles, ne? Wir haben das super gemacht, finde ich. Ich wusste, dass ich da verloren habe am Ende, deshalb habe ich einfach gesagt... Vergiss, ich gucke jetzt die Wand an, lass es über mich ergehen. Genau, genau. Lass mich von 2-3 Meter großen Robotern schänden. Naja, die gucken man ja im Grunde genommen nur so an. Ja. Hi Leute, heute ist Dienstag und ich bin gerade schon fertig mit Arbeiten. Es ist kurz nach 12 erst und ich bin jetzt unterwegs zum Friseur. Ich lasse mir endlich meine Roots nachfärben. Ich habe diesmal auch was zum Lesen dabei, es war letztes Mal so langweilig, Leute. Hier ist ein Vorher, ich habe heute so einen kleinen Mini-Song. Also ich meine, ich habe mir heute die Haare geflochten. Das mache ich in letzter Zeit gerne, weil meine Haare manchmal einfach so lockig und flauschig sind, dass ich einfach überhaupt nicht weiß, was ich damit machen soll. Und deshalb, ja, Sonnenbrille in die Haare und hinten Zopf und fertig. Oh Mann, und die Sonne scheint heute. Ich will sofort an den Strand, jetzt gleich. Schmoll. Wie ihr seht, sind sie unglaublich braun. Ich hatte echt gehofft, dass die mir die einfach dunkelblond machen, aber es sieht irgendwie aus, als hätten sie einfach so einen braunen Schleier über meine Haare gelegt. Aber vielleicht für den Winter gar nicht so schlimm. Ich habe gedacht so, es ist nicht so schlimm, wenn die dunkler werden. Das habe ich denen auch gesagt eigentlich. Deshalb haben sie es wahrscheinlich so dunkel gemacht, weil ich dachte, naja, es kommt jetzt eh der Winter. Da finde ich dunkle Haare oft einfach natürlicher. Und es passt auch gut zu den dunklen Sachen, die man dann auch meistens trägt. Ich werde jetzt diesen Vlog schneiden und dann werde ich wahrscheinlich meine Nägel lackieren. Und ich habe mir schon ein paar Farben rausgesucht. Ich tendiere gerade wieder zu diesen dunklen Herbsttönen. Da habe ich jetzt übelst Bock drauf, Leute. Es ist so herbstlich geworden in der letzten Woche. Oh mein Gott, heute hat es auch richtig krass geregnet. Also Herbst is coming. Oder wie heißt es? Winter is coming. Kleine Joke am Rande. Gut, Freunde, ich würde sagen, ich verabschiede mich dann jetzt von euch. Ist wahrscheinlich ein ellenlanger Vlog geworden. Ja, abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Schaut mal bei Instagram, Facebook oder Twitter vorbei bei mir. Ich heiße überall Lena Hill und Tour. Ich verlinke euch am Ende dieses Videos 2 meiner letzten Videos. Und dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Ich habe euch lieb, passt auf euch auf und bis bald. Ciao.